Du willst dich selbstständig machen oder bist gerade dabei, ein neues Projekt anzugehen und stellst dir jetzt die entscheidende Frage, brauche ich dafür unbedingt zwangsläufig einen Businessplan? Die Antwort darauf erfährst du im heutigen Video. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Inspiration. Let's go! Moinsen, hier ist Ilja Greschkowitz. Und wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, dann gib doch jetzt dem Video einen Daumen hoch, drück hier unten auf Abonnieren und die Glocke und ich sage herzlichen Dank dafür. Tja, während meines Studiums, es ist viele, viele Jahre her, habe ich mir ein wenig Taschengeld dazu verdient, indem ich für Startups, und daran erkennst du, wie lange das her ist, es war am Beginn der New Economy, Anfang der 2000er, indem ich für Startups Businesspläne geschrieben habe. Und ich war immer wieder erstaunt, wie viel da zusammengekommen ist. Das waren teilweise hunderte von einzelnen DIN A4-Seiten, die diese Startups denn dafür benutzt haben, um bei Banken Kredite zu organisieren, um Investoren zu finden oder um Partner im Netzwerk zu akquirieren. Aber wie ist das jetzt bei Solopreneuren? Wie ist es bei dir für dein geplantes Unternehmen, für dein neues Projekt? Brauchst du dafür wirklich und zwangsläufig einen Businessplan? Tja, und die Antwort kommt in alter Radio-Eriwan-Manier. Und sie lautet, im Prinzip ja. Und jetzt wirst du sagen, ja, was heißt das jetzt im Prinzip ja? Damit meine ich, du brauchst einen Businessplan, aber vielleicht nicht in der Art und Weise, wie man es dir immer wieder erzählt, wenn du beispielsweise zu IHK gehst oder zu irgendwelchen Unternehmensberatern. Denn, wie ich das gerade eben beschrieben habe, der klassische Businessplan ist ja vielmehr eine Art Finanzplan, wo man auf dutzenden Seiten genauestens darlegt, wie man sich über die Jahre finanziell entwickeln will, wofür man Geld zum Investieren braucht und wofür man bestimmte Ausgaben tätigt, um dann nachhaltig irgendwann erfolgreich zu werden. Und das braucht man für bestimmte Geschäftsmodelle einfach, um von den Banken entsprechende Darlehen zu bekommen, um Investoren zu finden und möglicherweise, wie beispielsweise bei Höhle der Löwen, Partner für die eigene Unternehmensstrategie zu finden. Doch all das ist natürlich für den Aufbau eines Solopreneur-Business, wenn du dich selbstständig machen willst, alleine oder mit einem kleinen virtuellen Team an deiner Seite, ein absoluter Overkill. Und es ist nicht nur zu viel des Guten, sondern es wird dich auch daran hindern, den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen und Prioritäten zu setzen. Und aus diesem Grund brauchst du einen Businessplan. Allerdings würde ich diesen Businessplan eher Konzept nennen. Du brauchst ein Business-Konzept, also eine Strategie, wo du möglichst übersichtlich die wichtigsten Dinge festlegst, zu Papier bringst oder logischerweise digital notierst, um dann im Endeffekt dich auf die Sachen zu konzentrieren und konsequent umzusetzen. Weil darauf kommt es insbesondere in der Anfangsphase an, nämlich sich nicht zu verzetteln, nicht zu wahnsinnig langfristig zu denken, sondern Dinge umzusetzen und kurzfristig die einzelnen Meilensteine abzuarbeiten, um möglichst schnell profitabel zu werden und von da Schritt für Schritt dein Unternehmen wachsen zu lassen. Tja, was soll jetzt in ein solches Konzept rein? Und genau das möchte ich heute mit dir teilen, so als Impulse für dich heute. Was sind die wichtigsten Bestandteile eines Business-Konzepts, eines Businessplans, der für Solopreneure optimal geeignet ist? Bereich Nummer 1 ist das sogenannte Big Picture. Also kannst du dein Geschäftsmodell in einem Satz formulieren? Aber auch, welche Probleme löst du mit deinem Geschäftsmodell? Welchen Mehrwert bringst du deiner Zielgruppe? Bereich Nummer 2, den möchte ich mal mit Erfolg titulieren. Und da ist eine wichtige Frage, wie viel Umsatz oder Gewinn benötigst du, um nachhaltig profitabel zu sein? Und im zweiten Schritt, wie viele Kunden oder einzelne Verkäufe deiner Produkte benötigst du im Vierteljahr, im halben Jahr oder im kompletten Jahr, um diese Ziele zu erreichen? Bereich Nummer 3, dein Angebot. Welche Produkte und Dienstleistungen wirst du anbieten? Was sollen diese kosten? Und natürlich, was ist an deinem Angebot anders als bei deinen Wettbewerbern? Was macht dich besonders? Was macht dich einzigartig? Bereich Nummer 4, der Markt. Wer ist deine Zielgruppe? Wer sind deine wichtigsten Kunden? Wo halten die sich auf und wie erreichst du sie am besten? Aber natürlich auch, wer sind deine wichtigsten Wettbewerber auf diesem Markt? Bereich Nummer 5, Marketing. Die entscheidende Frage lautet, wie kommst du möglichst schnell an die ersten zahlenden Kunden? Welche Kanäle wirst du dafür nutzen und wie positionierst du deine Personal Brand, deine Personenmarke? Und last but not least, Bereich 6, dein Netzwerk. Welche Multiplikatoren können dich unterstützen? Wie kommst du an Empfehlungen, an Testimonials?
Und ganz, ganz entscheidend, welche Menschen können dir gegebenenfalls Türen öffnen? Wenn du für diese 6 großen Bereiche die Fragen möglichst offen, ehrlich und detailliert beantwortet hast, dann hast du ein Konzept auf einer DIN A4-Seite zusammengefasst, wo du die wichtigsten Punkte für deine Unternehmensstrategie definiert hast. Und dann gilt es einfach nur noch, diese konsequent abzuarbeiten, umzusetzen, um die ersten Erfolge zu erzielen. Dann kannst du dich nämlich wirklich fokussieren und musst deine Zeit nicht mit irgendwelchen Hunderten von Seiten an Finanzplanung und Liquiditätsplanung verschwenden, sondern du kannst dich auf die Quick Wins, auf die Big Wins und auf die Prioritäten fokussieren. Wenn du noch auf der Suche nach einer passenden Geschäftsidee bist, dazu habe ich vor kurzem ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben. Und gleichzeitig, wenn du aus dieser Geschäftsidee noch das passende Geschäftsmodell entwickeln möchtest, auch dazu habe ich ein Video aufgenommen. Auch das verlinken wir dir hier oben in dieser kleinen Infobox. Tja, und es bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung wünsche und lass mich unbedingt wissen, wie es mit diesem Business-Konzept bei dir aussieht, was du am besten umgesetzt hast. Schreib mir das hier unten unbedingt mal in die Kommentare rein. Ich bin super gespannt, ob das Ganze für dich wertvoll war und welcher Punkt am wertvollsten für dich war. Und wie immer, vergiss nicht, was auch immer du vorhast. Mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem mach es einfach. Für heute bin ich raus. Mic drop.